Es geht weiter in den Tiefen von Laras Psyche. Ja, mal gucken, was jetzt hinter diesen Kisten versteckt liegt. Ein Schalter. Wonderful. Ja, und der lässt jetzt irgendwo in einer Gegend irgendwas passieren, wo wir schon mal waren. Wir müssen jetzt also ein bisschen Backtracking betreiben. Ach ja, was wären so Computerspiele denn ohne Backtracking? So, kommen wir da noch hoch? Nein, natürlich nicht. So. Ja, was dieser Schalter eigentlich bewirkt, habe ich eigentlich noch nie verstanden in meinem bisherigen Leben. Scheiße, wo kommt... Ach ja, jetzt stimmt ja. Jetzt kommen auf einmal so viele Gegner hier hin. Das habe ich ganz vergessen. So. Aber hier, solange wir unsere M16 haben, sollten wir sicher sein. Hier, meine geilste Waffe der Welt. Scheiße. Ja, die Waffe ist ziemlich ungeeignet für so... Wenn die Gegner halt direkt vor einem sind. Mit der Waffe kann man halt... Oh, was soll das? Kommen jetzt alle auf einmal, oder was? Also die Waffe ist viel besser dafür geeignet, falls man die Gegner aus der Ferne töten will. Deshalb nehme ich sie wieder jetzt. Ach, sieh eine an. Die alten Leichen. Sie sind einfach verschwunden. Das und sie haben sich in Luft aufgelöst. Naja, okay, das ist in PC-Spielen eigentlich gar nicht mal so unrealistisch. Also gar nicht mal so merkwürdig für PC-Spiele. Ja, das ist jetzt nämlich hier passiert, als wir diesen Schalter gedrückt haben. Da ist einfach mal hier der Boden aufgegangen. Ich weiß nicht, wie das hier passiert sein soll. Wobei mir gerade irgendwie aufgefallen ist. Moment mal. Ist doch jetzt. Ach ja, das ist zu. Achso, jetzt verstehe ich das. Da ist so eine Plattform nach oben gefahren, oder wie? Deswegen ist doch diese Säule wahrscheinlich. Ah, jetzt verstehe ich das. Das war gerade eben hier so der Boden und der ist jetzt nach da oben gefahren. Na, egal. Das soll mir jetzt eigentlich egal sein, was hier passiert ist. Hauptsache, ich komme mal weiter. Ich bräuchte etwas Heilung. Da wird es doch wieder gefährlich, genau. Hier läutet jetzt so ein Alarm. So, ich laufe hier mal weg. Hier läuft nämlich gerade irgendwo ein... Oh mein Gott! Ein Flammenwerfer rum. Okay, gut, dass er nicht geschossen hat. So. Okay, du hast mir... Ah! Der hat uns was ganz Wichtiges hinterlassen. Nämlich wieder so ein Chip. Ja, jetzt sind hier wieder diese automatischen... vier Türen. Da ist wieder das vorherige Level. Wieder nochmal so mega Backtracking. Ja, wäre eigentlich voll geil. Naja, eigentlich nicht. Ich mach die Türen mal auf. Ich weiß nicht, ob mir das noch etwas bringen kann. Hauptsache, wir haben dann unsere Gänge hier offen. Ich dachte gerade, ich hätte wieder jemanden atmen hören. Beziehungsweise, ich höre hier gerade jemanden atmen, aber der ist dann wohl nicht hier. Hier, das ist ganz interessant, da ist so ein Fernseher. Also so ein Bildschirm. Ja, mit so einer... Gegend, die halt von so einer Überwachungskamera gezeigt wird. So, wo ist hier denn? Hier ist doch irgendwo da. Da brauchen wir eine rote Karte. Ja, und wir haben gerade so einen Chip gefunden. Den können wir jetzt hier hinten wieder irgendwo einsetzen. Ach ja, ich liebe dieses Backtracking in diesem Level. Das ist einfach was Besonderes. So, Chip. Nach wie vor einfallsreicher Name. Das Ding hört auf zu sägen und... Und Lara läuft gegen die Luft. Weil diese Luft so widerstandsfähig ist und ja. Okay. Dann gehen wir mal die rote Karte einsetzen. So, dann denke ich, dass ich das Level auch bald beendigt habe, weil, ja, ist gar nicht mehr so lange. Oh. Hört ihr dieses Atmen? Das ist wirklich voll mega. Was?
gut. Ah ja, guck mal, wie der da so rumsteht. Der hat sogar so ein Tattoo mit diesem Symbol. Au. Ja, sterb einfach mal so voll. So, ja, kotz einfach mal. So hat sich das zumindest angehört. So, oh, ui. Ach ja, wer erkennt die Gegend? Das ist jetzt dieses mega tiefe Wasserbecken mit dem U-Boot da ganz unten. Da sind sogar diese Taucher. Vorhin konnten wir hier nicht hochklettern. Beziehungsweise das können wir jetzt nach wie vor nicht, weil hier dieser... das ist halt einfach zu hoch, um hochzuklettern. So, nehmen wir das Medipack. Es passiert hier übrigens ganz oft, dass diese Kerle einfach hier auf der Rampe rumlaufen und dass man die dann da tötet und dann kann man sich das Medipack nehmen. Nicht nehmen. So, und die Harpunenpfeile, die nehmen wir auch. So. Was sind das für gelbe Dinger da eigentlich? Sie sehen jedenfalls schick aus. So, kommt hier noch irgendwas? Irgendwer? Irgendwie? Irgendwer? Irgendwie? Moment mal. Habe ich eigentlich... Ah ja, ich habe beide Geheimnisse. Gut. Diese Tür ist auch verwirrend. Da geht sogar irgendwo lang. Ah, ich glaube, jetzt kommt gleich irgendwie so Stimmengewirr, oder wie man das nennt. Also, da werden gleich irgendwelche Stimmen kommen. Hallo? Ja, genau, das Blut oder jetzt. Antworten. Lauschen ist mir egal. Soll er doch beides ausspucken. In Ordnung, Marco. Willkommen an Bord. Was willst du? Na komm schon. Diese Stimme. Also sag endlich, wo im Kloster sollen wir suchen? Was meinst du, Bruder? Ja, da waren gerade so ein paar Kerle. Einer davon hatte eine mega hässliche Stimme. Passt irgendwie gar nicht. Und die haben scheinbar irgendwie einen verprügelt da unten. Ja, sieht man auch da. Da liegt so irgend so einer. Da gehen wir gleich hin. Erstmal möchte ich mir hier noch was angucken. Genau, man kann hier nämlich noch hinspringen. Ja, hier ist aber gar nichts. Das ist einfach so leer. Das soll gleich... Ja, das soll halt so... Ja, das hat halt jetzt... Oh, scheiße. Okay, gut, dass wir nicht da bei dem Kerl gelandet sind. Wenn wir da nämlich auf ihn zulaufen, ist das Level zu Ende. Und das will ich noch nicht. Wie seid ihr denn hier gestorben? So voll parallel mal wieder. Und der eine liegt im... Naja, okay. Okay, da oben war nichts. Da ist auch so eine Tür. Aber hier, das soll zu dieser Tür, die wir gerade oben eben gesehen haben, hinführen. Also das ist halt so gedacht für die Cutscene, die gleich kommt. Diese Plattform da oben ist auch dafür gedacht. Aber hier, wir finden jetzt das dritte Geheimnis mit, ja, jede Menge Uzimuni. Okay, dann laufen wir mal auf den Kerl zu und mein Lieblingslevel ist zu Ende, aber egal. Oh, Sie, keine von denen? Aber Sie sind ein Mönch. Bruder Chang aus Berkang. Du willst mich holen? Da war ein helles Licht um mich herum. Das waren Schüsse. Und ich denke, es waren eher die anderen, die davon mitgenommen wurden. Aber du bist doch meine Führerin, meine Wegbereiterin zum nächsten Leben. Meine Zeit hier ist um, nicht wahr? Was tun Sie hier, zusammen mit Marco Bartoli? Nichts. Habe ehrliches Leben geführt. Nein. Nur wegen notwendigem Übel hier. Wie mein Vater vor mir, als er Jennys Schiff hier bombardiert und versenkt hat. Jetzt bin ich hier, war hier, um zu verhindern, dass sein Sohn den Seraphen findet. Den Seraphen? Du kennst mein Lebenswerk doch kaum. Du bist doch wirklich nicht ihretwegen hier? Die haben ihre besten Zeiten hinter sich. Ja, auf einmal liegt die Leiche da. Sie wollen den Seraphen, um damit einen bösen Schatz freizulegen, den wir in unserem Kloster in Tibet hüten. Vor Jahrhunderten ist uns der Schlüssel von Vagabunden gestohlen worden. Seither haben wir keinen Schlüssel zum bösen Schatz mehr. Verließen uns nur auf unsere Gebete, um ihn zu bändigen. Dann ist der Okkultist Janis B. in seinen Besitz gelangt. Furchtbare Folgen. Er hat einem uralten Glauben wieder Leben eingehaucht, der durch noch so viele Verbeugungen nicht aufgehalten werden kann. Und jetzt ist er wieder hier. Marco, vom Wahnsinn befallen. Sein Geist ist gewalttätig. Hat er aber noch nicht die Macht, seine Gelüste zu befriedigen. Also mussten wir erneut zu den Waffen greifen. Die wahren Teufelsaustreiber. Wohin wirst du mich denn bringen? Und ich dachte, meine Zeit ist gekommen.
Aber eine Veränderung ist wohl ebenso gut. Ich brauche Ruhe. Ja, Levelende nach dieser tollen Sequenz. Ich habe für das Level eine halbe Stunde gebraucht, sehe ich gerade. Okay, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann.